Hallöchen, Hallöchen zusammen. Heute gibt es ein neues exotisches Schiff und zwar ein ganz simples kleines Guppy ohne besondere Triebwerke, Flügel, Tragflächen, sonst was. Einfach nur ein kleines knubbeliges Guppy-Schiff in Rot. Gemeldet wurde es von Nostromo in unserer schönen, tollen Discord-Community. Ich danke herzlich Nostromo für seine echt irre Hilfe und seine Mühen, die er da auf sich nimmt, um alles zu testen und rauszusuchen und wie er die Community unterstützt. Du bist ein Tragpfeiler unserer Community auf Discord. Danke, danke, danke Nostromo. Du bist der Knaller. So, und Nostromo hat das, also der eigentliche Entdecker ist der Reddit-User Jelly Fillet. Ja, also danke unbekannterweise auch nochmal an Jelly Fillet. Und wir werden uns dieses Schiffchen jetzt mal holen. Ja, ich habe die Koordinaten schon mal vorher eingegeben. Dann sparen wir uns diesen Part mal. Hätte ich auch mal früher drauf kommen können. Die Portalkoordinaten kriegt ihr natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, dann wollen wir mal schauen. Boom! Ist ein First Wave Ship. Heißt, es sollte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in der ersten Welle kommen. Auf der Station. Ich bin gespannt. Multiplayer sollte natürlich deaktiviert sein. Es sollte auf allen Kanälen funktionieren, auf allen Plattformen. In allen Modis sollte es auch funktionieren. Und natürlich nur in der Euclid-Galaxie. Das ist immer Euclid. So. Dann wollen wir hier mal starten. Und ab zur Station. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Und sehr schön. Unsere Sammlung wird größer und größer. Das wäre jetzt tatsächlich... Nein, den ignorieren wir, den Händler. Das wäre jetzt tatsächlich Schiff Nummer 17 in unserer Exoten-Sammlung. Also alles aktuell. Alles aktuell. So, ich werde einfach mal neu laden. Zur Sicherheit. Boom. Ist die 11.06 Uhr. In meiner Zeit. Ich muss bald Essen kochen. Los, erste Welle. Bald glatt. So, bleiben wir einfach stehen. Seit Origins hat sich ja einiges verändert und da habe ich ja dann angefangen, die exotischen Schiffe aufzulisten. Und da haben wir echt schon 17 Stück zusammen. Das ist der Wahnsinn. Und bald kommt ja das Next Generation Update. Da freue ich mich schon richtig drauf. Noch mehr Vielfalt, noch mehr. Und wir können dann endlich gigantische Basen bauen. Dieses 3000er Base Limit, das wird erhöht. Und ich hoffe, dass wir dann auch effektiv zusammenbauen können. Dann kann man wirklich mal drüber nachdenken, eine Community Base zu bauen, wo die ganze Community dran rumwerkeln kann. Viele Köche verderben den Brei, kennt man ja den Spruch. Ja. Ich war gespannt, was da rauskommen würde. Na, natürlich muss man sich vorher einen Plan machen. Ohne Planung funktioniert das nicht. Oh, das klappt! Ha! Sauber! Erste Welle! Da, ohne großartigen Schnickschnack, nur ein ganz kleines, snuffeliges Guppi. Sehr schöne Sache. So, komm her hier. Du willst es gar nicht mehr fliegen, weil du passt da gar nicht rein. Du bist viel zu groß. Angebot. Ha, schön. In einem knalligen Rot. Sehr coole Sache. So, verhandeln wir mal hier über den Preis. Was willst du denn haben? 7 Millionen. Ha. Das ist ja Schnäpperle.
Sehr schön. Die Slots könnt ihr natürlich erweitern. Ja, das sage ich ja in jedem Video. Das geht ja mittlerweile hier wie in meinem. Hier 48 Plätze. Könnt ihr das erweitern. Und ja. Cool. Kristallklare Vorreiterin von Okayamai. Kaufen. Kaufen! Sehr schön. Gut, Leute, alles klar. Also, das funktioniert wunderbar. Ich hatte, also das ist jetzt der zweite Versuch. Im ersten Versuch hatte ich den Multiplayer an. Es kam auch nach viermaligem Laden nicht. Es kam nicht. Selbst als ich den Multiplayer ausgemacht habe, es kam nicht, weil ich noch im System war. Also ihr müsstet dann wieder zurück durch das Portal, dann wieder in das System rein mit deaktiviertem Multiplayer und dann funktioniert es tatsächlich. Also das ist jetzt immer noch nur eine Theorie. Man, ja, um es wirklich zu beweisen, muss man das natürlich hunderte Male testen. Ja, aber ich sage einfach mal, das ist so. Ja, das ist so, weil es so ist. Weil bei mir so klappt. Gut, Leute, dann lasst mal ein paar Kommentare da, ob es bei euch auch funktioniert hat. Ob ihr das kleine süße Guppischiff in Rot-Gold gefunden habt. Und wenn ihr auch nur irgendeins gefunden habt, was bei uns noch in der Sammlung fehlt, gerne Bescheid geben, sehr gerne auch auf unserer, auf dem Discord-Server unserer Community, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Joint einfach und ja, Bilder könnt ihr erst posten, wenn ich euch zum Mitglied gemacht habe. Das mache ich immer regelmäßig, gehe ich immer die ganzen User durch. Ja. Und ansonsten meldet euch einfach, schreibt einfach irgendwo und dann kriegt ihr den Mitgliedsstatus. Gut, ja, wenn ihr mich ansonsten unterstützen wollt, gerne, wäre ich sehr dankbar. Alles in der Videobeschreibung, könnt ihr ja gucken, wenn ihr Lust habt. Und wenn nicht, Oreal, holt euch das Schiff, wenn ihr deswegen hier seid und freut euch. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Oh, das sieht doch cool aus. Der Türkisentriebwerke. Wow. Sehr cool. Alles klar, Leute, dann bis morgen. Ciao.